positionieren, erstmal Tank und Presser, dass wir wissen, wie wir platzmäßig hinkommen. Dann legen wir eine Luftleitung von vorne, von der Vorderachse zum Kofferraum, von der Hinterachse zum Kofferraum. Und die Plusleitung können wir schon im Kofferraum legen. Ich denke, damit fangen wir an. Ursprünglich wurden solche Hijacker-Stoßdämpfer entwickelt, um Zugmaschinen auf Höhe ihres Anhängers zu bringen. Kompressor und Lufttank benötigen Platz. Den bietet der große Kofferraum des Artburg, sofern man ihn modifiziert. Was du meinst für hinten mit dem Rettmann? Ja, ich wollte jetzt über den Tank nehmen. Oder wolltest du das jetzt hier unten hinlegen? Ich hätte jetzt erst da unten, könnte ich schwarz machen. Okay. Ja, man kann es natürlich auch vorne machen. Das Einzige ist, du verlierst halt deinen Kofferraum. Darum verlierst du ja nicht wirklich viel Platz. Aber das ist jetzt ein schöner Blickfang erstmal, letzten Endes. Und dann bauen wir hier so ein kleines Showcar. Ja, man kann auch Zeit machen. Dann machen wir das so. Eine simple Farbplatte wird zum Präsentierteller für die Stoßdämpfertechnik. Und Timo leistet Schwarzarbeit. Die anderen übernehmen Leitungsaufgaben und verlegen Kabel am Unterboden für Kompressor und Steuerung. Für jeden Stoßdämpfer gibt es einen Luftdruckschlauch. Aber es ist ja wirklich ein Arschaufriss, da die Leitung und alles sauber zu verlegen, das alles miteinander zu verbauen. Du kriegst ja Einzelbausteine und dann miteinander verdrahten und also